Liebe Jungle Club Freunde, schön, dass wir euch zum ersten Erklärvideo begrüßen dürfen. Hier erhaltet ihr Wissenswertes über den Aufbau einer Studie und über mögliche Lesearten zum schnelleren und effektiveren Lesen von Studien. Los geht's! Liest man zum ersten Mal eine Studie, kann man als Leserin schnell verunsichert sein, wie man an die Aufgabe herangehen soll. Ist es ratsam, bei der Einleitung zu beginnen? Oder springt man lieber doch direkt zum Ergebnisteil? Wir wollen euch nun den Aufbau einer Studie vorstellen und euch zudem aufzeigen, wie man eine Studie lesen kann. Der generelle Aufbau einer Studie setzt sich zusammen aus folgenden Teilen: Titel, Abstract, Einleitung, Methoden sowie Ergebnisteil, Diskussion, Fazit oder auch Schlussfolgerung genannt, sowie einem Ausblick. Zu Beginn des Leseprozesses schaut ihr euch den Titel der Studie an. Der Titel gibt euch eine erste kurze Vorstellung über das erforschte Thema. Nachfolgend findet ihr das Abstract. Dies ist eine Kurzfassung der Studie und bringt die wichtigsten Inhalte der wissenschaftlichen Arbeit auf den Punkt. Hierdurch erhaltet ihr als LeserInnen eine Entscheidungshilfe, ob es sich lohnt, mit dem Lesen der Studie fortzufahren. Weiter geht's mit der Einleitung. In diesem Abschnitt beschreiben die AutorInnen den aktuellen Wissensstand rund um das erforschte Thema. Durch die Einleitung erhaltet ihr so bereits erforschte Ergebnisse aus veröffentlichten Studien, welche das Thema der Studie einrahmen. Das Ziel ist es, euch als LeserInnen zum Thema der Studie hinzuführen und euch über die Relevanz der Studie aufzuklären. Am Ende der Einleitung wird die zu überprüfende Fragestellung genannt, um den Zweck der Studie zu konkretisieren. Wir kommen nun zum Methodenteil. Hierdurch erhaltet ihr zum einen detaillierte Informationen über die einzelnen Schritte der Planung und der Durchführung der Studie. Dies soll eine transparente und nachvollziehbare Darstellung aller erfolgten Arbeitsschritte der wissenschaftlichen Arbeit gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist beispielsweise das Studiendesign. Schaut euch hierzu gerne unsere weiteren Erklärtexte an. Des Weiteren erfahrt ihr im Methodenteil, auf welche Art und Weise die Forscher die erhaltenen Daten ausgewertet und analysiert haben. Als nächstes folgt der Ergebnisteil, der die Untersuchungsergebnisse wertfrei und objektiv darstellt. Tabellen sowie Grafiken helfen bei der übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse. Im Anschluss folgt der Diskussionsteil. In der Diskussion findet ihr zunächst eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Danach folgt die Interpretation der Ergebnisse. Dabei ziehen die AutorInnen Schlussfolgerungen aus den vorliegenden Ergebnissen und begründen ihre Erkenntnisse. Hierfür werden Zusammenhänge, aber auch Unterschiede zu dem bereits in der Einleitung aufgezeigten aktuellen Wissensstand hergestellt. Das Ziel der Diskussion ist es, die in der Einleitung aufgestellte Fragestellung zu beantworten und sich kritisch mit den Studienergebnissen auseinanderzusetzen. Das abschließende Fazit hebt noch einmal die wichtigsten Studieninhalte heraus und sollte einen Ausblick für mögliche weitere Forschungen geben. Musik